Hi zusammen, jetzt widmen wir uns einem mentalen Thema wieder. Ich habe schon gesehen, dass das Interesse sehr, sehr groß ist, was die mentale Geschichte, die Vorbereitung, die Pre-Shot-Routine, was macht man optimalerweise vor den Schlägen. Man kann auch bei den Tourpros immer wieder im Fernsehen sehen, dass es eigentlich immer der gleiche Ablauf ist, dass man die Pre-Shot-Routine bis auf die Sekunde ganz genau stoppen kann, außer die Bedingungen, also man hat strömenden Regen oder Wind, ist einfach sehr erschwert, dann kann es schon mal sein, dass das alles ein bisschen länger dauert, mit Griffe sauber machen und trocknen. Aber letztendlich möchte ich mit euch einfach mal über dieses Boxplay reden, über die vier verschiedenen Boxen. Dieses Boxplay und die mentale Scorekarte wurden letztendlich von Vision 54, für viele engagierte Golfer ist das schon ein Begriff, das ist die Pia und die Lynn aus Arizona, die Pia ist eine Schwedin, mit denen ich damals auch noch, als ich zum Schluss auf der Tour gespielt habe, zusammen mit meinem Mentaltrainer Justin Walsh zusammengearbeitet habe. Und vor allem dieses Boxplay war für mich ganz letztendlich der Schlüssel zu meinem Erfolg. Ohne diese mentale Scorekarte und dieses Boxplay hätte ich meine Toursiege nie nach Hause bringen können. Genau, um was geht es eigentlich letztendlich? Es geht tatsächlich darum, wie bereite ich mich optimalerweise auf den Schlag vor und wie verdaue oder beziehungsweise reflektiere ich dann diesen Schlag richtig, weil ihr werdet es dann gleich sehen in den verschiedenen Boxen. Ich habe schon sehr, sehr viele Turniere gespielt. Ich kenne viele Schüler, wie viele auch auf Schläge reagieren, richtig, falsch, was auch immer. So, also wir fangen jetzt einfach mal an. Ich komme hierher, ich habe auch schon ein bisschen was hergerichtet, aber wir tun jetzt einfach mal so, ich bin auf dem Platz. Und es gibt vier verschiedene Boxen. Wir sind jetzt hier bei der ersten Box. Ich komme hier an, das Erste, was ich mache, was die meisten von euch wahrscheinlich auch machen, ich lasere meine Fahne. Ich schaue mir das natürlich erstmal an, wo steht die Fahne auf dem Grün, hinten, vorne, hinterm Bunker, wo ist die freie Fläche. Also ich finde auf jeden Fall mal ein Yardage raus. Das ist das Erste. Punkt 2 ist, wo kommt der Wind her? Einfach mal das Gras hochschmeißen. Das beobachte ich leider sehr, sehr selten. Also ich meine, hier unten das Gras runter purzeln lassen, das sagt zwar auch was aus, aber relativ wenig. Also wirklich mal in die Luft schmeißen, weil der Wind ist ja da, eher da oben. Mal wirklich den Wind rausfinden, ab dem Zeitpunkt, wo er eher von der vorderen Richtung kommt. Wie viel kann er mir wehtun? Wie viel Meter nimmt er mir weg? Das einkalkulieren. Dann schaue ich natürlich auch auf meine Balllage. Wie liegt mein Ball? Wenn der Ball natürlich optimal liegt, kann ich die Carry Distance rechnen, die ich sonst immer schlage. Liegt der Ball allerdings in einem Divot oder im Semi-Rough oder im Rough, kann ich natürlich nicht davon ausgehen, dass der Ball die Distanz fliegt, die ich sonst immer schlage. Das Wetter natürlich, wenn es heiß ist, fliegt der Ball weiter, geht es bergauf, geht es bergab. Wenn es nass ist, wenn es kalt ist, fliegt der Ball kürzer. Das sind alles Faktoren, die muss man aber tatsächlich auch immer im Laufe der ganzen Golfkarriere lernen, was ist wichtig, bevor ich dann letztendlich den Schläger wähle. Also, ihr seht schon, man muss da ein bisschen was einbeziehen. Klar werden die meisten sagen, ich hatte zum Schluss einen Caddy, aber auch nur zum Schluss. Ich habe meine ganze Karriere sonst keinen Caddy gehabt und habe jetzt auch keinen mehr. Also wie gesagt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, Yardage, bergauf, bergab vom Grün, Wetter, Wind, und dann letztendlich auch noch ein bisschen, wie ist die Fahne verteidigt? Steht die Fahne hinterm Bunker? Da möchte ich natürlich noch ein paar extra Meter schlagen. Steht die Fahne zum Beispiel hinten am Grün? Möchte ich den Ball eher ein bisschen kürzer lassen? Steht die Fahne vorne am Grün und ich habe Grün zum Arbeiten? Versuche ich den Ball ein bisschen länger zu schlagen? Also das sind alles so Sachen, die ich hier in dieser Preparation, in dieser Thinking Box quasi mit einbeziehen muss. Gut, dann wähle ich jetzt meinen Schläger, der dann quasi letztendlich auch für diese Distanz dann passt. Und verlasse mit der Überzeugung, dass das der richtige Schläger für die ausgerechnete Distanz ist. Also sprich, ich kann euch das mal ganz kurz vormachen. Ich habe jetzt hier, ist jetzt egal, was ich eigentlich für einen Schläger habe, aber ich lasere aus 120 Meter zur Fahne leicht bergauf, dann sind wir bei 123, leicht dagegen, wenn sind wir bei 126. Dann steht die Fahne hinten. Ich möchte den Ball dann aber auch nur auf 124, 125 schlagen. Und das Wetter ist normal und auch die Balllage ist normal. Also 125 Meter habe ich dann schnell jetzt durchgerechnet. Das wäre in meinem Fall jetzt mein 9er Eisen, was ich carry ungefähr 123 schlage.
Wäre das für mich der richtige Schläger. So, jetzt habe ich meinen Kopf definitiv beruhigt, den richtigen Schläger zu haben. Verlasse jetzt die Preparation und die Thinking Box, das kann man beides gleich sagen. So, und jetzt komme ich hier in meine anderen Boxen. Ich habe euch hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe euch hier nochmal einen extra Schläger hingelegt, der für die Commitment Line spricht. Also, wenn ich quasi meine Pre-Shot-Routine mache, die ich ja auch mal in einem anderen Video schon versucht habe zu erklären, dass ich erstmal einen Probeschwung mache und in diesem Probeschwung probiere ich etwas, was ich gleich mit dem Ball machen möchte, ob ich ihn, wie ich ihn treffen möchte, ob ich mal ein bisschen mehr diesen Ball-Boden-Effekt üben möchte, das probiere ich davor. Das ist so meine Gegend hier hinten, noch vor der Commitment-Line, wo ich mich quasi drauf vorbereite. Dann stehe ich immer noch hinter der Commitment Line, suche die hier relativ nah, 1,5 Meter würde ich mal sagen, hinter dem Ball, suche ein knappes Verlängerungsziel, ein Zwischenziel vor dem Ball. Das merke ich mir auch. Und alle, die meine anderen Videos auch gesehen haben mit der positiven Verlinkung, werden jetzt das wissen, dass ich jetzt gleich mal meine Armkettchen runterschütteln werde. Und das mache ich in dem Zuge, wo ich über diese Commitment Line drüber gehe. Und dann anfange, mich auszurichten. Ab dem Zeitpunkt, wo ich über diese Commitment Line drüber bin, gibt es auch kein Zurück mehr. Wie oft hört man nach Abschlägen oder nach Schlägen von Leuten, ich habe es doch gewusst. Und das darf es einfach nicht geben. Wenn man sich nicht mehr ganz sicher ist, wenn man einfach merkt, ach, jetzt habe ich vergessen, was Gegenwind ist. Schlag nochmal abbrechen, nochmal nach hinten gehen. Da ist keiner böse, wenn man das natürlich 5-mal hintereinander bei jedem Schlag macht. Irgendwann findet der Mitspieler das auch nicht mehr so lustig. Aber letztendlich, wenn man dieses Back-Off macht, das machen, wenn man das sich im Fernsehen anschaut, ganz, ganz viele Pros auch. Man muss sich hundertprozentig sicher sein, über diesen Ball zu stehen. So, ich gehe jetzt quasi nochmal hinter meine Commitment-Line. Es hat mich irgendwas gestört, irgendjemand hat was gesagt, so, ich habe was gehört. Also ich fange nochmal von vorne an, fange meine Armschüttelbewegung an, rechter Fuß vor, linker Fuß vor. Ich check nochmal alles, schau einmal zum Ziel, zack, schau zweimal zum Ziel und fange dann an. In dieser Playing Box, in der ich mich jetzt befinde, das ist dann wirklich die Box, wo dann quasi Pull the Trigger, wo ich diesen Ball letztendlich auch schlage, wo ich dann meinen Schwung an den Tag setze, das ist eigentlich das Finale von der Vorbereitung. Da kommt dann alles zusammen. Vorbereiten tue ich mich in dieser Preparation, in dieser Thinking Box. Ich gehe über die Commitment Line in die Playing Box und da ziehe ich dann alles durch. So. Ich mache euch das einfach nochmal vor. So. Ich habe immer meinen Schläger in der linken Hand. Ich stehe hier hinter. Ich nehme ein Zwischenziel. Ich gehe über die Commitment Line. Ich richte mich aus. Schau nochmal zum Ziel. So. Krieg nochmal ein Gefühl. Noch einmal zum Ziel schauen. Und danach habe ich den Schlag gemacht. So, das war für mich ein guter Golfschlag, also darf ich mir den wieder verlinken. Jetzt sind wir in der dritten Box, die Reflection Box, so nenne ich sie. Die Reflection ist quasi, was lerne ich aus meinem Schlag? Und die gibt es letztendlich bei den allermeisten Amateuren leider gar nicht. Entweder man nimmt den Schlag als selbstverständlich, man kann sich vielleicht so ein bisschen freuen, wenn er tatsächlich Richtung Ziel geht oder neben der Fahne liegt. Man kann dann auch einen Kommentar von seinen Mitspielern einheimsen. Aber letztendlich sind die Golfer ja furchtbar, weil sie das Positive immer sehr, sehr für selbstverständlich nehmen. Leider gibt es ja oft den Fall, dass der Schlag nicht so funktioniert, wie man ihn gerne haben möchte. Was passiert? Ärger, Schimpfen, Beschuldigung von irgendwas anderem, was passiert ist oder sich selber schlecht machen, was auch immer. Und das passiert immer sofort nach dem Schlag. Dass man tatsächlich mal über den Schlag nachdenkt, okay, der Schlag ist rechts, also vom technischen Aspekt her, okay, rechts, Schlägerblatt vielleicht offen, meine Schwungbahn zu flach, falsche Ausrichtung, schlechter Rhythmus. Oder was heißt schlecht? Ich mag das Wort schlecht nicht. Ungünstig. Aber dass man einfach mal danach mal kurz die Luft anhält und mal kurz überlegt, was war denn jetzt eigentlich Thema?
wie kann ich es beim nächsten besser machen? Weil letztendlich, ihr wisst ja alle, 18 Loch, das beinhaltet ein paar Golfschläge. Und es hilft eigentlich immer, wenn man sich da mal kurz selber helfen könnte. Ja, wenn man sich auch mal überlegt, was hat der Pro letztens zu mir gesagt? Ah, wenn ich an der Hacke treffe, vielleicht müsste ich einfach mal schauen, meine Balance besser zu halten. Guter Stichpunkt. Wie bin ich zum Schluss da gestanden? Konnte ich meine Balance halten? Viele merken das überhaupt nicht, wenn sie während dem Schlag umfallen. Überlegt es mal selber bei euch. So, das ist die Reflection Box. Dass ihr euch quasi be your own coach, sei dein eigener Trainer danach, dass du dir einfach sagst, okay, Balance verloren, beim nächsten Mal stelle ich mich stabiler hin. Kann dir schon helfen. So, die vierte Box ist die In-Between Box. Ich gehe jetzt quasi aus meiner Box raus. Das war ein guter Golfschlag. Ich habe ihn für mich verlinkt mit meiner normalen Bewegung. Stecke meinen Schläger in den Bag und dann geht es eigentlich weiter. Für mich ist der Schlag beendet, indem ich meinen Handschuh aufmache. Und jetzt befinde ich mich in meiner In-Between-Box. Gar nicht so ein unwichtiger Punkt. Das war für mich immer das Zeichen, diesen Handschuh aufzumachen, dass ich jetzt, für mich ist dieser Schlag jetzt erledigt. Ich habe darüber nachgedacht, was war gut, was war nicht so gut, was kann ich besser machen. Habe vielleicht mit meinem Caddy noch drüber gesprochen und dann geht der Handschuh auf und dann ist das Thema durch. So, jetzt habe ich ja ein paar Meter, jetzt habe ich vielleicht auch noch Mitspiele, auf die ich warten muss. Jetzt habe ich ein paar Meter zu gehen, was auch immer. Was passiert in dieser Zwischenzeit? Viele, viele Golfer beschäftigen sich 5 Stunden mit sich selbst, mit dem Golfplatz, mit ihren Schlägen. Was war gut, was war schlecht? Die Mitspieler sind zu langsam, die Mitspieler sind zu schnell, das Wetter ist schlecht, es ist furchtbar heiß, ich habe nichts zum Trinken dabei, heute meine Frau und mein Mann zu Hause, es war alles grausam und so weiter. Beschäftigen sich mit ganz vielen schlechten Sachen dazwischen. Nutzt doch einfach mal diese Zeit, diese In-Between-Time, mal abzuschalten. Denk mal an was Schönes. Ich meine, mir kann es sowieso gerade nicht besser gehen, ich bin hier in Tirol, in Österreich, im Golfclub Schwarzsee. Wenn ich jetzt hier spielen würde, ich hätte genügend, was ich mir anschauen könnte, von den Bergen angefangen, über die wunderbare Natur. Jetzt kommt dann bald der Herbst, der Indian Summer, wo ich die wunderschönen Bäume mir anschauen kann. Ich kann mir überlegen, was koche ich heute Abend? Ich kann euch nur sagen, was habe ich früher gedacht, als ich auf der Tour war. Mit wem gehe ich am Abend essen? Da kann man sich ja selten selber was kochen, außer man ist im Apartment. Wo gehe ich essen? Mit wem? Was mache ich denn, wenn ich mal wieder zu Hause bin? Ich habe die Wolken angeschaut, als wir die Ladies German Open in Gutthäusern hatten. Ich habe mir die Fliege angeschaut, die gerade drüber geflogen sind, weil der Flughafen relativ nah war und so weiter und so fort. Und dann, 10 Meter, 15 Meter vorm nächsten Schlag, geht der Handschuh wieder zu und die Maschine geht wieder los. Die ganzen 4 Boxen gehen wieder los. Also, Preparation Box, Thinking Box, Commitment Line, Playing Box, da zieht man es dann letztendlich durch, Reflection Box, danach, solange man auch gerne noch in dieser Playing Box ist, man kann ja auch weggehen, weil vielleicht möchte der Nächste ja auch wieder abschlagen, aber sich einfach noch mental in dieser Reflection, in dieser Überlegung sich zu befinden, was kann ich besser machen? Dann den Handschuh aufmachen und in diese In-Between-Box zu gehen. Diese mentale Scorekarte werde ich euch bald vorstellen. Da sind diese 4 Boxen das Thema, wie man sich selber ratet. Und ich sage euch eins, je mehr ihr das schafft, besser mit diesen ganzen Boxen zu arbeiten, es ist sehr hohes mentales Golf, desto besser wird euer Golfspiel, alleine deswegen, weil ihr nicht mehr an euren Score denkt. Und wenn ihr das irgendwann mal schafft, mal nicht mehr zu wissen, was euer Score nach 9 Loch ist, wie viele Punkte ihr zum Schluss noch braucht, um euer Handicap runterzuspielen, wie viele Schläge ihr zurückliegt bei der Clubmeisterschaft, mit dem ihr im Fleisch spielt, wenn ihr das irgendwann mal schafft, was ich tatsächlich geschafft habe, dann kann ich euch garantieren, euer Handicap und euer Spiel wird 1000-mal noch besser und in ein anderes Level sich bewegen. Also, das ist jetzt ein sehr langes Video geworden. Es sind auch 4 Boxen. Es ist eine ganz entscheidende mentale Geschichte. Wer da mal Lust drauf hat, das muss man wirklich üben. Das muss man wirklich üben. Ihr könnt auch gerne mal einfach mal zu mir kommen. Das dauert ungefähr eine knappe Trainingssession. Das einfach einzuschleifen, auch mal zusammen zu schauen, was wäre für mich eine gute Verlinkung, was ist für mich eine gute Pre-Shot-Routine. Habt nicht oder fragt euren eigenen Trainer, vielleicht habt ihr sogar einen Trainer, der früher mal gespielt hat oder der immer noch spielt. Fragt mal die, wie sie es machen.
denkt nicht immer, dass Golf immer nur Bälle schlagen und wie ich den Ball treffe und Technik ist. Golf ist so im Kopf und im Mentalen. Und wenn ihr da besser werdet, werdet ihr im gesamten Spiel um einiges besser. Und da kann ich 1000% aus eigener Erfahrung sprechen und konnte das auch bei ganz vielen schon erleben, dass das dann um einiges besser geworden ist. Also, ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg damit. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Ich helfe euch gerne und es ist wichtig. Und vergesst nicht, schaut mal auf Vision 54. Es sind zwei ganz coole Ladies. Die können euch ganz viele Tipps für euer mentales Spiel geben. Bis bald!